Ich rufe auf die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 und anderer Rechtsvorschriften, Drucksache 19/6548. Und erster Redner ist zur Einbringung des Gesetzes Kollege Bartel, CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, ich bringe den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hiermit ein. Die eingebrachte Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes stärkt die Qualität der stationären medizinischen Versorgung. Verbünde von Krankenhäusern und sektorenübergreifende Medizin werden gefördert. Krankenhausverbünde sichern die wohnortnahe Basis- und Notfallversorgung und erhöhen die Qualität der spezialisierten Versorgung. In einem Verbund haben die einzelnen Kliniken ihre fachspezifischen Schwerpunkte. Hier können auch größere Investitionen vorgenommen werden. Die von den Fachgesellschaften vorgeschlagenen Behandlungszahlen können erreicht werden, um Qualität und vor allem Sicherheit für die Patienten zu garantieren. Durch die Umstellung von der Einzelförderung zur Pauschalförderung der Investitionen in die Krankenhäuser im Jahre 2016 wurden bereits Anreize zu Verbünden gegeben. Die Pauschalförderungen können innerhalb der Verbünde eingesetzt werden. Es gab natürlich Abschläge von der Pauschale für diejenigen Häuser, die kurz zuvor noch eine zum Teil hohe Einzelförderung erhalten haben. Und so entstand eben auch die Konstellation, bei denen zwei Häuser bei einer Verbindung schlechter gestellt würden im Vergleich zur Fortsetzung als Einzelkliniken. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Partner noch eine hohe Einzelförderung vom Land erhielt und der andere Partner über Jahre keine Einzelförderung beantragt hat. Und genau dieses wird jetzt geändert. Im neuen § 22 heißt es jetzt, Satz 1, das heißt, die Anrechnung der Einzelförderung auf die Pauschalförderung gilt nicht für Krankenhäuser, die sich nach dem 31.12.1999 mit einem oder mehreren Krankenhäusern zu einem gemeinsamen Krankenhaus verbunden haben oder die einem Verbund oder sich zu einem Verbund zusammengeschlossen haben bzw. einem bestehenden Verbund beigetreten sind. Der Wegfall der Anrechnung benötigt einen zusätzlichen Förderbedarf von 21 Millionen €. Das heißt, durch diese Änderung des Gesetzes kommen den Krankenhäusern 21 Millionen € mehr zugute. Und das ist im Doppelhaus 2018/19 bereits eingeplant, also seriös finanziert. Diese Neuregelung der Krankenhausfinanzierung des Landes wird mit Sicherheit die Bildung von Verbünden fördern, neue Verbünde auslösen. Die kaufmännischen Leitungen der Kliniken werden neue Berechnungen durchführen, insbesondere dann, wenn man das vorher überlegt hat, aber man sich dann doch nicht zu einem Verbund entschlossen hat. Und daher ist es ein Beitrag zur Qualität und entspricht auch den Anliegen der Patienten. Denn Mindestzahlen bei Eingriffen sind wegen der Patientensicherheit notwendig, nicht aus ökonomischen Gründen. Damit eben ausreichend Erfahrung vorliegt, Komplikationen zu beherrschen. Patienten wählen bei geplanten Therapien Krankenhäuser aus, die einen hohen Standard anbieten. Der zweite wichtige Punkt der Gesetzesänderung
Die Teilnehmer der bisherigen Krankenhauskonferenzen waren die Krankenhausträger und die gesetzlichen Krankenkassen. Sie befassten sich vornehmlich mit der Krankenhausplanung. Aufgabenbereich und Teilnehmer werden durch die Gesetzesänderung den neuen Entwicklungen in der Medizin angepasst. Weitere Teilnehmer der, so heißt es jetzt, der regionalen Gesundheitskonferenzen sind die Vertreter der Landkreise und kreisfreien Städte, der kommunalen Spitzenverbände, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Kammern, also Ärztekammer, Zahnärztekammer, Apothekenkammer, der Pflege- und der Patientenvertreter. Und die Themen sind jetzt nicht nur Krankenhausplanung, sondern sektorenübergreifende Versorgung, ambulante Medizin, stationäre Medizin. Also die Verbindung von der ambulanten und stationären Medizin und eben auch der Pflege. In der wichtigen Behandlungskette Notfallmedizin, stationäre Betreuung, Anschlussheilbehandlung, ambulante Versorgung mit Pflege werden die Grenzen zwischen ambulant und stationär immer weiter aufgehoben. Analyse und Behebung von defizitärer Versorgung, zum Beispiel und vor allem im ländlichen Raum, sind ausdrücklich Gegenstände der regionalen Gesundheitskonferenzen. So können in der Praxis etwa Bildung von Versorgungsnetzen, Gründung von medizinischen Versorgungszentren, Portalpraxen an Krankenhäusern zur Sicherung der Notfallmedizin erörtert werden. So hat also der zunächst sehr technisch erscheinende Gesetzesvorschlag doch Auswirkungen auf Sicherung und Qualität einer guten Medizin. Wir sehen deshalb den Ausschussberatungen mit Interesse entgegen und sind sicher, dass wir dadurch einen Beitrag zur weiteren Verbesserung der medizinischen Versorgung leisten können. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bartel. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf ist eindeutig mit der heißen Nadel gestrickt, und es gibt überhaupt keine Veranlassung, warum wir jetzt so kurz vor Ende der Legislatur dieses Gesetz noch einmal aufrufen. Im Gegensatz zu anderen ist es ja nun nicht so, dass es auslaufen würde zum Ende des Jahres. Und Sie hatten viel Zeit, an diesem Gesetz zu arbeiten. Und es wäre sinnvoll und notwendig gewesen, eines zu machen. Ja, aber die Art und Weise, wie das jetzt hier durchgepeitscht werden wird, eine vernünftige Anhörung kann das gar nicht mehr geben. Ich will mal einen Satz zitieren, den Sie hier streichen. Und den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich bitte das Publikum, auch gut zuzuhören. Denn Sie streichen den Satz: Die Sicherung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Regionalversorgung. Dieser Teil wird aus dem Gesetz gestrichen. Was wollen Sie eigentlich? Sie wollen keine bedarfsgerechte, leistungsfähige, wirtschaftliche Regionalversorgung mehr? Kann das sein? Kann das sein? Und wenn es nicht so ist, warum streichen Sie dann diesen Teil? Ich frage mich wirklich, was dieser Gesetzentwurf kurz vor Ende der Legislatur zu bedeuten hat und worauf wir uns da einlassen müssen. Mir erschließt sich der Gesetzestext so, dass Sie die Notfallversorgung, die neuen bundesgesetzlichen Regelungen im SGB ausnutzen wollen und zusätzlich selbst bestimmen, was an Versorgung für das Land erforderlich ist. Und wer bestimmt denn dann, was an Versorgung erforderlich ist? Bedarfdeckend und eine regionale Versorgung scheinen keine Rolle mehr zu spielen, zumindest nicht als nachvollziehbare und einklagbare Größen. Da soll keine Klinik kommen und einen Sicherstellungszuschlag verlangen, weil sie angeblich für die Notfallversorgung erforderlich sei. Interessant ist, was dies auch für andere Gebiete, z.B. für die Geburtskliniken und auch für die Kinderkliniken, bedeutet. Und ich möchte hier einmal an den Februar erinnern, wo hier in der HSK Kinder aus Wiesbaden verlegt werden mussten, nach Mainz, nach Darmstadt, nach Frankfurt und nach Bad Kreuznach bis nach Hanau, weil einfach kein Platz mehr frei war.
Das ist doch die Situation, die wir schon haben, und das kümmert Sie mal gerade gar nicht. Ganz im Gegenteil. Es werden Krankenhäuser geschlossen, und Sie schauen tatenlos zu. Für uns ist die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen, also auch mit stationären Einrichtungen, aber die entscheidende Größe bei der Krankenhausplanung. Und die verdient bei Schwarz-Grün nicht einmal den Namen. Außer man versteht unter Planung, wir sorgen für die Schließung von möglichst vielen Kliniken, möglichst den kleineren, möglichst denen im ländlichen Bereich und möglichst den kommunalen. Und ich will Ihnen mal was sagen. Ihr Zug durchs Land mit der Aufwertung der ländlichen Räume, die angeblich ach so wichtig sind, den treten Sie mit diesem Entwurf mal wieder mit den Füßen. Ich weiß jetzt nicht, wo das früher herkam, aber es ist leider so. Herr Minister Grüttner, der ja heute nun leider bei der Sozialministerkonferenz in Düsseldorf sein wird, der wird dort mit den Protesten der Pflege ja leider, weil er hier nicht zuhören kann zu dieser Debatte für seinen Krankenhausgesetzentwurf, den er auch zu einem anderen Zeitpunkt hätte einbringen können, nämlich wegen mehrerer Jahre. So. Und ach na ja, ach na ja. Jetzt kriege ich aber hier wirklich gleich das Kichern. Das ist doch wohl das Allerlächerlichste, an dieser Stelle jetzt zu sagen, das ist der Entwurf der Fraktion. Das ist der Entwurf, der verhindert hat, dass es vorher eine ordnungsgemäße Regierungsanhörung gegeben hat. Dann hätten Ihnen nämlich die Kommunen, die Krankenhäuser schon vorher sagen können, was dieser Entwurf wert ist, nämlich nicht das Papier, auf dem er steht. Das haben Sie sich auf die Weise mal wieder weggespart. Aber in Düsseldorf werden die Pflegekräfte ordentlich demonstrieren, und das ist auch gut, weil wir haben eine Situation, dass es in der Bundesrepublik 80.000 Pflegekräfte fehlen, und das ist ja nun einmal ein Thema, das wird dann dort auch sicherlich aufgerufen werden. Der Minister hat sich die Förderung von Krankenhausverbünden als sein Steckenpferd auserkoren. Das ist nichts Neues, das ist auch nicht verkehrt. Das hat er aber schon sehr lange verkündet, also hätte er auch das hier schon sehr lange machen können, und zwar in der Form. Dann hätte man nämlich auch die kleinen Pferdefüße, die hier alle drinstehen und die sich als ziemlich große erweisen werden, noch ordentlich bearbeiten können. Das hat man sich ja verkniffen mit dieser Methode. Es ist auch schön, dass da noch Geld drin steht. Auch in Ordnung, aber selbst mit dem Geld, das da jetzt noch drin steht, reicht es nicht aus. Wenn das Land seinen Verpflichtungen nachgekommen wäre und nachkommen würde, dann hätten wir eine Situation, dass eben nicht das Personal mit seiner Arbeit dafür aufkommen müsste, dass der Beton im Land dann auch stimmt, sondern dann könnten die Gelder, die aus den Krankenkassen fließen, tatsächlich für die Behandlung ausgegeben werden und damit auch für das Pflegepersonal, das mit dieser Behandlung befasst ist. Das ist aber eines der Probleme, das wir hier nicht lösen, das auch mit diesem Gesetz nicht gelöst werden wird. Und dann komme ich zu dem Thema, mit dem Sie Ihren Koalitionsvertrag weiter abarbeiten wollen. Weil Sie haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Es dauert ja noch ziemlich lange, bis diese Legislatur zu Ende ist. Da kann man ja ganz schnell eilige Gesetze machen. Es handelt sich um die Gesundheitskonferenzen. Ich halte die für eine ganz sinnvolle Angelegenheit. Wir haben das Interesse, dass möglichst viele Akteure des Gesundheitswesens in der Planung vor Ort einbezogen sind. Allerdings haben sich die bisherigen Gremien, die ja bereits seit 2011 die Aufgabe hatten, sektorübergreifend zu arbeiten, nicht als besonders effektiv erwiesen. Und seitdem wir die Debatte das letzte Mal hier hatten darüber, dass das sozusagen ein Geheimgremium ist, oh Wunder, seitdem kann man auch gucken, dass es die gibt. Man muss ein bisschen suchen, man muss sich ein bisschen durch die Homepage des Ministeriums klicken, aber man findet dann am Ende sogar was, wenn man sehr gezielt nachguckt. Und es ist nicht so furchtbar beeindruckend viel, was man da findet. Also, es werden diesmal zu diesem Gremium insbesondere Kostenträger und Dienstleisterinnen berufen. Die kommunale Seite ist so vertreten, dass sie meist nicht zu einer demokratischen Diskussion in den Landkreisen oder den kreisfreien Städten führen wird. Eine Vertretung aus den Gesundheitsämtern und eine weitere Person, das ist meist der zuständige Beigeordnete, sind von der kommunalen Ebene vorgesehen. Die Beschäftigten sind allerdings nur über die Berufsverbände, die im Landespflegerat organisiert sind, vertreten. Sie bedauern regelmäßig den Mangel an Pflegekräften. Sie schätzen deren Arbeit und deren Mitwirkung immer wieder hoch. Aber wenn es darum geht, sie konkret zu beteiligen, dann ist das mit der Wertschätzung ziemlich schnell vorbei. Das ist schlechter Stil.
Und im Übrigen demonstrieren heute Pflegekräfte nicht nur in Düsseldorf für eine Personalbemessung und die Einstellung von mehr Pflegekräften, sondern auch ganz in der Nähe in Darmstadt, und zwar gerade jetzt. Dass die Gewerkschaften wiederum nicht in die Gesundheitskonferenzen einbezogen werden, ist eine erneute Missachtung der Interessen der Beschäftigten. Wir finden das nicht in Ordnung. Öffentliche Diskussion, ja nur die Veröffentlichung der Ergebnisse, ist im Rahmen dieses Gesetzes nicht gegeben, auch wenn wie durch Geisterhand jetzt eben doch etwas auf der Homepage erscheint. Die Versorgungsgebiete des Landeskrankenhausplans hätten sich bewährt und würden den Patientenpfad folgen. Das ist eine nicht bewiesene Behauptung, die Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Also, wir sind der Meinung, dass es hier ganz viel zu beraten gäbe, dass es einen ordentlichen Prozess bedurft hätte. Das kann wieder nur eine Anhörung in Eilgeschwindigkeit kurz nach der Sommerpause geben, wenn man das hier noch verabschieden will. Es zeigt, wie wenig wichtig eine gute Versorgung auf dem Land dieser Landesregierung ist, und das wird Ihnen auf die Füße fallen. Danke, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht schon Kollege Bocklet von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch zwei grundsätzliche Bemerkungen vorab sagen an die Kollegen der Opposition. Das Gesetzverfahren durch Einbringung einer Fraktion ist ein normales Verfahren. Es ist kein überstürztes Verfahren. Es ist eine Möglichkeit, in diesem Hause und in diesem Hessischen Landtag Gesetze zu verabschieden. Es folgt eine Anhörung, schriftlich oder mündlich. Es folgt eine zweite Lesung, wenn es sein muss, eine dritte Lesung. Ich kann daran nichts Verwerfliches erkennen. Das ist ein normales Verfahren. Erstens. Zweitens, ob Sie sich wünschen, dass es vorher noch eine Regierungsanhörung gibt, ist Ihr Thema. Unser Thema ist es das nicht. Das Zweite, liebe Kollegin Frau Schott, ein Spiel dauert 90 Minuten. Und wie oft als Fan von Eintracht Frankfurt musste ich leidvoll erfahren, dass in der 90. Minute noch der Ausgleich fällt oder ein Rückstand gerät. Genauso ist es mit der Legislaturperiode. Sie dauert. Hier geht es darum, es geht um abstraktes Denken. Es war vielleicht eine Überforderung, gebe ich zu. Also ich sage es jetzt noch einmal vereinfacht. Es geht um die Frage, 90 Minuten dauert ein Spiel. Und wenn du mich nicht unterbrochen hättest, hättest du es auch noch erläutert, Frau Schott. Wir haben 5 Jahre Legislaturperiode. 5 Jahre Legislaturperiode, und wir befinden uns im letzten. So, was ist denn da daran arrogant, wenn ich sage, die Legislaturperiode. Hallo, Lautsprecher, geht es ein bisschen leiser auf der Seite. Es ist so, dass diese Legislaturperiode noch dauert bis in den Januar 2019. Solange sie dauert, wird die beiden Regierungsfraktionen noch weiterarbeiten. Wenn Sie sich erhofft haben, dass wir im Frühling des Jahres 2018 die Arbeit einstellen, ist das Ihr Problem. Wir hatten es nicht vor. Wir wollen durcharbeiten. So. Und der dritte Vorbemerkung an die Kollegin von Frau Schott. Sie müssen sich jetzt einmal entscheiden. Ist es das Papier nicht wert, auf dem es jetzt steht, der Gesetzentwurf? Oder ist es so dramatisch schlecht, was da drin steht? Eins von beiden kann ja nur stimmen. Und ich will es Ihnen mal in aller Einfachheit vortragen. Es geht um 2 Stellschrauben, die wir in diesem Land verändern wollen. Damit wird das Gesundheitswesen nicht grundlegend reformiert, und eine Revolution wird auch nicht ausgerufen. Das mag Sie enttäuschen. Aber wir sind an der Sache interessiert, an 2 Punkten. Der erste Punkt ist, dass wir die Verbundbildung fördern wollen, weil wir der Meinung sind, dass Krankenhäuser noch zu wenig dafür tun, bei der Zukunftssicherung, dass es sie überhaupt noch gibt. Wir haben die Zahl der Krankenhäuser, die eine unwahrscheinlich geringe Auslastung haben, nimmt dramatisch zu. Wir können uns die alten Pläne angucken, wir können uns die neuen Resultate angucken. Es ist besorgniserregend, welche Auslastungsquoten einige Krankenhäuser haben. Gerade wenn wir verhindern wollen, dass es urwüchsig ist, dass es urwüchsig abläuft, wie Krankenhäuser schließen. Nur deshalb können wir dagegen arbeiten, wenn wir die Krankenhäuser in Hessen auffordern, Verbünde zu fordern, umzusetzen. Und was wir vom Land tun, ist, dass wir diese Verbünde auch noch finanziell fördern, und zwar mit bis zu 21 Millionen €. Und das ist eine gute Nachricht für alle Krankenhäuser im Lande Hessen.
Also Verbundförderung, das ist das eine Thema. Ich finde es relativ überschaubar und verständlich. Daran ist auch nichts Unanständiges, vor allem wenn man weiß, dass man die 21 Millionen € nicht aus dem alten Investitionspauschalenfonds abzieht, sondern zusätzlich eingestellt wurden. Dann ist das ein ordentlicher Zuschlag für die hessischen Krankenhäuser, für Investitionen. Und wenn das darin mündet, dass es klugerweise da stattfindet, wo Verbünde und Kooperationen geschlossen werden, dann ist es sogar noch eine richtige Investitionsentscheidung. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der uns Grünen sehr wichtig war. Deswegen sage ich Ihnen auch, warum wir das wollen, dass es in diesem Jahr noch passiert. Wir wollen die Stärkung der Gesundheitskonferenzen. Wir Grüne und auch die Kollegen von der CDU wollen, dass die Gesundheitskonferenzen gestärkt werden, dass Versorgungskonferenzen gestärkt werden. Genau deshalb haben wir es auch jetzt in dieses Gesetz so eingestellt, dass das stattfindet und der Ausweitung der Beteiligten, nämlich der Menschen, die in der Pflege arbeiten, dass wir deshalb auch sagen, sie sollen sich zusammenfinden, sie sollen in ein Netzwerk zusammenarbeiten. Es wird angestrebt, dass es, nein, nicht angestrebt, es wird so sein, dass es sich über die 6 Versorgungsgebiete, die es bereits jetzt schon gibt, dass sie so arbeiten werden und sie werden in einem Dialog arbeiten und sie werden die Probleme, die es dort gibt, werden sie gemeinsam angehen. Sie werden dort die Frage stellen sich, wie sieht es aus mit einer drohenden Unterversorgung, Qualitätsdefizite aufdecken. Sie werden Vorschläge zur Optimierung der Versorgung machen. Sie werden die Bildung von weiteren Kooperationen oder Netzwerken unterstützen oder moderieren. Diese Gesundheitsnetzwerke, diese Gesundheitskonferenzen haben wichtige Aufgaben. Bisher, Frau Schott, in dieser Bemerkung haben Sie recht, sind Sie dieser Aufgabe nur sehr intransparent nachgekommen. Ich weiß auch nicht immer, was da diskutiert wird. Mir wird gesagt, dass es sehr krankenhauslastig war. Das wollen wir verändern. Deswegen nehmen wir ein neues Gesetz in diesem Punkt auf. Also, und alle Expertinnen und Experten, alle Krankenkassen, mit denen ich gesprochen habe, Kassenärztliche Vereinigung, die bitten uns darum, diese Gesundheitskonferenzen tatsächlich zu fördern, neu aufzustellen, mit neuem frischen Wind zu beleben und dass es tatsächlich so ist, dass es pro Versorgungsgebiet tatsächlich der Bürgermeister, der Landrat, die zuständigen Akteure, die Menschen aus der Pflege sektorenübergreifend zusammensitzen. Ich würde es mal so nennen, so eine Art runder Tisch der regionalen Gesundheitsversorgung und dass sie, so wie es im Modellprojekt Oberzent beispielsweise gemacht wird, dass sie sich darum kümmern, dass die Patientensicherheit vor Ort, die Patientenversorgung immer und zu jeder Zeit gut gewährleistet wird. Dafür werden die Gesundheitskonferenzen dienen und deswegen haben wir dieses Gesetz so eingebracht. Eine bessere Finanzierung von Verbünden und eine gute Gesundheitskonferenz. Das sind die beiden Punkte, um die es heute hier geht, nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein richtiger Schritt, ein wichtiger und ein guter für die Krankenkassen, für die Krankenhäuser, für die Krankenversorgung und natürlich auch für die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Hessen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für eine Kurzintervention hat sich noch einmal Kollegin Schott zu Wort gemeldet. Frau Kollegin, Sie haben 2 Minuten Redezeit. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bocklet, es geht um deutlich mehr. Und es geht darum, Regelungen, die vom Bund gekommen sind, auch noch zu unterlaufen. Es wird künftig die Teilnahme an der Notfallversorgung bestimmt. Damit ist auch die Entscheidung verbunden, ob und inwieweit ein Krankenhaus an der Notfallversorgung teilnehmen kann, nachdem der gemeinsame Bundesausschuss hierfür Strukturkriterien geschaffen hat, die eine Teilnahme in 3 Stufen vorsehen. Mit der geänderten Vorschrift wird erreicht, dass die Notfallversorgung einerseits in Hessen flächendeckend gesichert ist, aber nicht jede Klinik gleichermaßen an der Notfallversorgung teilnehmen kann. Ihr Text. Durch die im Bundesrecht nun vorgesehene abgestufte Zuschläge für die Notfallversorgung könnten sonst Fehlanreize erzeugt werden, sich Zuschlagstatbestände zu sichern. Herr Bocklet, hier können Sie es noch einmal mit der Reflexion versuchen. Das sagt klipp und klar. Wir Landesregierung entscheiden, welches Krankenhaus noch die Notfallversorgung übernimmt. Wir entscheiden, und wir wollen nicht, dass das, was der Bund sagt und wo der Bund Sicherstellung zur Verfügung stellt, das unterlaufen wir hier ganz gezielt, weil wir wollen diese Sicherstellung nicht. Wo ist bitte schön hier Ihre Unterstützung für den ländlichen Raum? Ich habe es gerade vorgelesen. Danke, Frau Kollegin Schott. Herr Kollege Bocklet, Sie haben die Möglichkeit, dies zu erwidern. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Grüne wollen uns selbstverständlich wie unsere Koalitionspartner auch und unternehmen eine Fülle von Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum. Eine Fülle, das wird ja beim Landarztmangel der FDP, Ihr Setzpunkt, glaube ich, wird das noch einmal explizites Thema sein. Deswegen spare ich mir das für morgen auf. Die andere Frage, ja,
Es ist in der Tat so, dass der gemeinsame Bundesausschuss GBA, Frau Schott, da haben Sie recht, die Regeln dafür festlegt, wann es einen Sicherstellungszuschlag gibt oder nicht. Das sind zwei Parameter. Die eine ist die Erreichbarkeit, also es müssen mindestens 5.000 Menschen im Umkreis von 30 Minuten Fahrzeit dieses Krankenhaus ein anderes Krankenhaus erreichen können oder aber einen zu geringen Bedarf, das heißt unter 100 Einwohner pro Quadratkilometer. Das sind zwei Parameter, die haben wir nicht festgelegt. Da können wir in die Richtung gucken, diejenigen, die dieses Land regieren, das ist die SPD, hatte viele Gesundheitsminister, die CDU hat viele Gesundheitsminister, aber es ist Bundesgesetzgebung. Und danach entscheiden sich Sicherstellungszuschläge, zum Beispiel auch, wie es beispielsweise jetzt beim zukünftig geschlossenen Krankenhaus Bad Schwalbach sein wird. Das sind Regularien, an die haben wir uns zu halten, haben wir als Land keinerlei Spielräume, um Ihre Frage zu beantworten. Was wir haben Investitionskostenzuschüsse, die können wir den Krankenhäusern geben. Wir können ihnen sie dabei unterstützen, Verbünde zu fördern und sie einzugehen, sodass da Synergien genutzt werden, Patientenströme gemeinsam genutzt werden, gemeinsame Einkaufspraktiken gemeinsam genutzt werden, Know-how genutzt werden, dass Qualität gesteigert wird. Das können wir vom Land machen. Aber das, was der GBA macht, das ist eine Bundesangelegenheit. Deswegen verstehe ich diese Kritik an der Bundesregierung, verstehe ich, aber ich habe es nicht zu verantworten. Und die CDU und Grünen im Land Hessen auch nicht. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächster Redner spricht nun Kollege Hahn von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie werden überrascht sein, den haushaltspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion zum Thema Krankenhäuser hier sprechen zu sehen. Das ist vollkommen richtig. Das stelle ich aber wirklich nicht streitig. Aber unser für diesen Fachbereich zuständige und auch noch Fraktionsvorsitzende hat derzeit eine andere terminliche Verpflichtung. Und deshalb hat der Kollege Rudolph recht. Erstens, ein Jurist kann alles, und zweitens, ein Haushälter schon mal gar. Also zwei Voraussetzungen, dass ich hoffe, Ihnen jetzt deutlich zu machen, dass ich aufgrund meiner kommunalpolitischen Erfahrung auch ein bisschen über Krankenhäuser weiß und mich habe heute noch von einem führenden Professor der Rechtsmedizin aus Mittelhessen beraten lassen. Lassen Sie mich mal etwas anders anfangen als die Kollegen. Wir sollten zur Kenntnis nehmen und auch darüber stolz sein, dass Hessen über Krankenhäuser mit einer Top-Qualität verfügt. Die letzte Fokus-Klinikliste aus 2018 weist für Hessen 7 Top-Kliniken aus, die über das ganze Land verteilt sind, von Kassel über Marburg und Fulda nach Frankfurt und Wiesbaden. Diese Liste macht auch deutlich, dass die Frankfurter Uniklinik derzeit zu den Top 10 in Deutschland gezählt wird. Auch sehen wir aber im Krankenhaus-Rating-Report 2018, wo die Probleme auch unserer hessischen Krankenhauslandschaft liegen. Die wirtschaftliche Situation zum einen unserer Krankenhäuser ist noch immer schwierig. Der Grund liegt in den zum Teil ungünstigen Krankenhausstrukturen, in der hohen Standortdichte, nicht überall, aber an manchen Gegenden, und einer geringen Spezialisierung. Dabei ist es relativ unerheblich, ob es sich um die Betrachtung des ländlichen oder des städtischen Raums handelt, weil witzigerweise es gibt auch Konglomerate im ländlichen Raum, geschichtlich gewachsen, wie auch immer, entstanden. Persönlich will ich sagen, wenn ich wirklich eine etwas schwierige Operation vor mir hätte, ich jedenfalls würde mich entscheiden, in eine Klinik zu gehen, die das häufiger macht, die diesen Eingriff nicht selten nur macht, wo ich das Gefühl habe, dass der Arzt, die Ärztin das wirklich nicht nur intellektuell, das können Sie, aber auch handwerklich verstehen. Ich sage das sehr bewusst, weil ja die Diskussion immer wieder kommt, man muss alles nur nach der Idee der Dezentralisierung organisieren. Nein, man muss es auch nach dem Prinzip der Spezialisierung organisieren. Ob nun der Gesetzentwurf, den die CDU und die GRÜNEN hier eingebracht haben, da uns weiterhilft, das werden wir sehen. Deshalb sind wir sehr gespannt auf die Anhörung, und wir sind sehr gespannt, was die Experten zu dieser Frage, wie kriegen wir es gebacken, auf der einen Seite eine
Dezentralisierung nicht vollständig aufzugeben, aber auf der anderen Seite eine Spezialisierung besser zu organisieren. Wie kriegen wir das hin? Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Jetzt unterstellen wir einmal, wir sind super klug und super erfolgreich, und die Anzuhörenden sind das auch. Und wir kriegen da etwas gebacken im Rahmen der Verbundsysteme, im Rahmen der Zusammenschlüsse, wie das in der Begründung des Antrags, des Gesetzentwurfs ja auch steht. Dann haben wir immer noch das Problem Personalmangel. Also, wir können es noch so gut organisieren, wir können die Landschaft noch so gut organisieren. Wenn wir aber die Menschen nicht da haben, dann wird das ein Problem geben. Und auch da ist der Krankenhaus-Rating-Report sehr interessant, indem er darauf hinweist, alles das, was wir bisher so diskutiert haben, das heißt Anzahl der Berufsrückkehrer erhöhen, Wochenarbeitszeit bei Teilzeitkräften erhöhen, die Attraktivität des Berufsbildes und der Ausbildung steigert, so jedenfalls die Fachleute in diesem Bericht, reicht nicht. Wir müssen also noch zusätzliche Wege finden. Jetzt weiß ich, dass das nicht die Lösung aller Probleme ist, aber an dieser Stelle möchte ich doch als Freier Demokrat darauf hinweisen, wieder einmal ein Beispiel, endlich ein vernünftiges Zuwanderungsgesetz zu machen, damit die Fachleute, die in anderen Ländern vorhanden sind und die dort möglicherweise nicht gebraucht werden, ein Interesse daran haben, ihr Fachwissen in die Klinika des Landes Hessen, der Bundesrepublik Deutschland, hereinzubringen. Eine zweite Lösung neben dem das Thema Arbeitnehmer-Mitarbeiter ist die Frage der Ambulantisierung der Medizin. Ich habe vor einigen Wochen ein interessantes Streitgespräch zwischen einem Klinikbetreiber aus der Nähe von Melsungen und einem Fachprofessor erlebt, die ich beide gut kenne und die sich darüber gestritten haben, intellektuell, aber auch mit guten Argumenten. Thema ländlicher Raum machen wir ja morgen, übrigens nicht auf Antrag der FDP, glaube ich, wie er das immer gesagt hat, sondern der SPD, aber das ist nur relativ egal, wir machen es trotzdem morgen alle gemeinsam. Dass man sagt, ja, es gibt eine Reihe von Krankheiten, die kann man wirklich mit technischen Möglichkeiten aufarbeiten, die Diagnose stellen. Das macht man über IT, über Verbundnetze, und dann kann man vor Ort auch eine Therapie durchführen. Ich habe das Gefühl, das hat etwas mit den Krankheiten zu tun und dass insbesondere die aus dem nordhessischen Melsungen kommende Firma da eine besondere Spezialisierung hat, glaube ich, dass es bei den Teilen, die Braun-Melsungen bearbeitet, auch geht. Bei anderen wird es aber nicht gehen. Deshalb müssen wir eine Mischung finden zwischen der Ambulantisierung auf der einen Seite. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit können wir natürlich den stationären Sektor senken. Wie schaffen wir das? Indem wir das Vergütungssystem im ambulanten Bereich anders organisieren. Wir haben zu viel Deckel, wir haben zu geringe Pauschalen, wir sind bei der Frage der Hausärzte nicht nur knickerig im Bezahlen, sondern auch hocheffektiv bei der Frage des Regresses. Also nicht nur, dass wir etwas weniger abliefern, sondern wir fordern auch bei Fehlleistungen. Ja, Fehlleistungen müssen in irgendeiner Weise penalisiert werden, aber wir gehen dann das als Gesellschaft ganz besonders vor. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist unsere letzte Bitte, dass sich die Landesregierung auch dafür einsetzt, dass auf Bundesebene die Aufhebung der Einschränkung für die niederlassenden Ärzte relativiert wird. Ich will nicht sagen, aufgehoben wird, aber relativiert wird. Aus all meinen Worten erkennen Sie, wir gehen mit großem Optimismus an die Anhörung heran, werden uns aber erst nach der Anhörung entscheiden, wie wir zu diesem Gesetzentwurf votieren werden. Als allerletztes, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, empfehle ich den Blick in die FAZ vom heutigen Tage. Auf Seite 19 ist ein sehr interessanter Bericht unter der Überschrift „Es gibt zu viele kleine Krankenhäuser“. Berater des Finanzministers monieren eine Über- und Fehlversorgung in den Kliniken und fordern Reformen. Unsere Diskussion voll mittrifft, sollten wir mit aufnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. H.C. Hahn. Ich rufe auf als nächste Rednerin Frau Kollegin Dr. Sommer. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Marjana Schott und auch Kollege Hahn haben vieles Richtiges schon gesagt, aber ich will trotzdem noch einmal auf ein paar Aspekte zu sprechen kommen.
Verbünde und um die Förderung von Verbundbildung von Krankenhäusern geht es ja explizit, sind richtig und wichtig. Und Schwerpunktbildung und Spezialisierung können Krankenhäuser stärken. Aber, und das haben die Kollegen schon angesprochen, braucht es eine bessere Unterstützung. Die Investitionspauschalen in Hessen sind nicht auskömmlich, und Sicherstellungszuschläge werden selten erteilt. Ihr Vorschlag ist also weder eine Krankenhaussteuerung noch eine Krankenhausplanung, meine Damen und Herren. Das aber wäre so wichtig, um einfach Vorkehrungen zu treffen und gesundheitliche Versorgung flächendeckend sichern zu können. Ein wenig verwundert es uns doch, und da muss ich Mariana Schott einfach recht geben, warum der Gesetzentwurf eilt. Und jetzt ist der Kollege Bocklet gerade nicht da. Er hat ja gesagt, es ist doch ein normaler Gesetzentwurf gewesen. Nein, da steht eilt drauf, Herr Kollege. Aber Sie werden uns sicherlich, also er hat es nicht getan, aber vielleicht kann es jemand anderes beantworten, warum dieser Gesetzentwurf eilt. Wir sind zumindest sehr gespannt. Denn schließlich ist der Krankenhausrahmenplan zum letzten Mal 2009 aufgestellt worden. Und die letzte Fassung des besonderen Teiles, der stammt aus dem Jahr 2005. Also war bisher, also in den letzten 13 Jahren, hat das Thema jedenfalls nicht so geeilt. Also da wollen wir schon gerne wissen, warum eilt dieser Gesetzentwurf denn jetzt auf einmal? Spannend ist auch der Verweis auf den § 11. Dort geht es um eine Verordnung. Deswegen wüssten wir gerne, was genau da geregelt wird. Frau Schott war ja noch einmal zu einer Kurzintervention bezüglich der Notfallversorgung hier vorne. Und genau darum geht es nämlich, um die Neuregelung der Notfallversorgung. Das ist ein wichtiges Thema. Aber was haben Sie denn vor? Warum wollen Sie es denn nicht im Gesetz, sondern in der Verordnung regeln? Das braucht eine Erklärung, denn das dient, also die Notfallversorgung dient schließlich der Patientensicherheit. Auf die Änderung der regionalen Gesundheitskonferenzen wurde auch eingegangen. Das scheint erst einmal marginal zu sein, die Änderungen dort. Auch wenn uns natürlich interessiert, warum Teilnehmende und deren Stimmrechte geändert werden sollen. Und vielleicht können Sie uns auch beantworten, wie zukünftig Mehrheitsbeschlüsse getätigt werden sollen. Also mit der neuen Regelung zu den Stimmenanteilen erschweren Sie das. Deswegen müssten wir uns in der Anhörung dann darüber unterhalten, was das für Konsequenzen hat, meine Damen und Herren. Wir sind unterdessen auch sehr neugierig, ob und wie man sich dort mit der Versorgung beschäftigen wird. Das soll ja jetzt angedockt werden mit einer Berichtspflicht und an das Landesgremium § 90a. In der Debatte zum Landesgremium hatten wir gemeinsam mit allen Oppositionsparteien mehr Transparenz, mehr Verbindlichkeit und Einblick in die Empfehlungen gefordert. Es würde uns freuen, wenn Sie mit der Anbindung der regionalen Gesundheitskonferenzen auch eine solche Kehrtwendung endlich bezwecken wollen, meine Damen und Herren. Und ich möchte hier auch noch einmal zu Protokoll geben, dass, wenn es um Versorgung geht, die standardisierte Erarbeitung von regionalen Versorgungskonzepten als Vorbereitung eines besonderen Teils, also der Planungsergebnisse, eigentlich Teil des Landeskrankenhausplanes ist. Der aber ist entschieden nicht mehr als Aufgabenstellung der Gesundheitskonferenz genannt. Vielleicht könnten Sie den Antagonismus, auch wenn Sie dann nach vorne treten oder wenn wir in der Debatte sind, noch einmal auflösen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung in den Bundesländern eingehen. Die wurde von der Deutschen Krankenhausgesellschaft letztes Jahr im März erstellt. Da heißt es, das Land Hessen erarbeite einen Krankenhausplan. Ist das so? Und wenn ja, wann ist denn mit einem Erstentwurf zu rechnen, meine Damen und Herren? Gestolpert bin ich, genauso wie Mariana Schott, über § 17b, darüber, dass die landesrechtliche Regelung zum Sicherstellungszuschlag entfallen und dass durch Verordnung von bundesrechtlichen Regelungen abgewichen werden kann.
Nicht nur dieser Aspekt ist holprig, meine Damen und Herren, auch § 17f, in dem der folgende Satz, Marjana Schott hat schon den Anfang dazu zitiert, gestrichen werden soll. Ich zitiere ihn noch einmal gänzlich. Zur Sicherung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen regionalen Versorgung soll der Krankenhausplan erstens bestimmte medizinische Indikationen, insbesondere für chronische Erkrankungen, bei denen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich ist, und zweitens einzelne Bereiche der Notfallversorgung einschließlich der ambulanten Notfallversorgung Anforderungen an die Zusammenarbeit und eine Aufgabenteilung zwischen Krankenhäusern festlegen. Das sei entbehrlich. Für uns, muss ich Ihnen sagen, ist die Sicherung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung und die Zusammenarbeit von Disziplinen und Häusern nicht entbehrlich. Dieser Anspruch, meine Damen und Herren, ist nie obsolet. Wir fordern im Gegensatz zur Streichung, dass hier harte Kriterien ins Auge gefasst werden und endlich ein Krankenhausplan erstellt wird. Wie gesagt, er fehlt seit 2005 und seit 2009, um die Sicherstellung nicht nur zu erklären, sondern, meine Damen und Herren, zu untermauern und endlich zu handeln. Nichts brauchen wir dringender als dies. Und die Festschreibung der Sicherung der gesundheitlichen Versorgung hier in Hessen, das kann man schließlich nie oft genug betonen. Wir brauchen dort eine Priorität. Und, meine Damen und Herren, Herr Hahn hat es ja schon gesagt, auch im Bereich Personal, im Bereich, wo sind welche Krankenhäuser, wo findet die Versorgung tatsächlich statt, da haben wir einfach keinen Plan, und den müssen wir jetzt endlich auf den Weg bringen. Und über die Mein letzter Satz über die Hintergründe und die daraus entstehenden Konsequenzen, warum Teilaspekte gestrichen und zukünftig durch Verordnung in § 11 und 17 gestrichen werden, müssen wir uns in der Anhörung auseinandersetzen, Sie müssen zum Ende kommen, weil Sie nämlich diese Änderung noch nicht einmal in Ihrem Gesetzentwurf begründen. Wir freuen uns auf die Anhörung und dann sicherlich auf eine strittige Debatte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Für die Landesregierung spricht nun Staatssekretär Dr. Dippel. Bitte schön, Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es wird sicherlich eine spannende Anhörung mit unterschiedlichen Positionen. Lassen Sie mich bitte vorweg, weil auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer da sind, etwas Grundlegendes sagen. Es ist erwähnt worden, der Bundesausschuss, der gemeinsame Bundesausschuss, und viele wissen nicht, was der gemeinsame Bundesausschuss für eine Aufgabe hat. Er legt unter anderem fest, neue Versorgungsstrukturen und Formen zu fördern. Die Qualitätssicherung ist in seinem Aufgabenbereich. Er legt fest, welche medizinischen Leistungen erstattet werden und gewisse Leistungskataloge, die von der gesetzlichen Krankenkasse im Grunde genommen angerechnet werden. Warum sage ich das? Es ist ein Selbstverwaltungsgremium, was im Grunde genommen den Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten und Krankenhäusern und der Krankenkassen insgesamt zur Verfügung steht, um die Gesundheitspolitik im Land und in den einzelnen Ländern zu fördern. Wir müssen nicht immer tun, als Politik das alles alleine klärt, sondern wir haben die Selbstverwaltungsorgane, die hier im Grunde genommen ihre Aufgaben auch haben und dazu beitragen. Und wir haben auch, ich denke, morgen kommt man auch dazu, das Thema der Kassenärztlichen Vereinigung insgesamt, und das sage ich ganz bewusst auch als ehemaliger Bürgermeister, ein Bürgermeister wird nicht entscheiden können, ob ein Arztsitz wieder belegt wird oder nicht, sondern das wird die Kassenärztliche Vereinigung tun, indem sie nämlich die Zahlen bewertet und die Versorgungsstrukturen insgesamt. Es ist ein kompetentes, flexibles System, das zusammenfügt. Zu unserem System, zu unserem Krankenhausgesetz, wir haben ja bereits in 2011 eins verabschiedet. Ich denke, das ist ein qualitatives, hochwertiges Krankenhausgesetz, und die Patientengerechtigkeit stand immer im Vordergrund. Und das waren auch die Ziele, die insgesamt vorgenommen worden sind. Und wer
den Bund einmal beobachtet hat, der hat ja auch festgestellt, dass gerade auch bei der Krankenhausreform das eingeflossen ist in die Gesetzgebung auf Bundesebene. Wir haben in 2016 die Krankenhausförderung pauschaliert. Also in Gesprächen mit den Krankenhäusern wird das schon als sehr positiv insgesamt empfunden, indem man halt die Freiheit hat, auch selbst zu entscheiden vor Ort. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, hier das weiter so zu machen. Und wir sind das einzige Land bei den pauschalen Fördermitteln, was im Grunde genommen 15% erhöht hat. Das einzige Land, was erhöht hat, diese pauschalen Mittel, das muss man einfach auch mal hier zur Kenntnis insgesamt nehmen. Und deshalb ist halt ein Minister auch bei den Gesundheitskonferenzen, dass beide genannten Tatbestände haben wir natürlich auch in der Gesundheitskonferenz, und Minister Grüttner hat es dort einfließen lassen und hat sich auch stark gemacht für diese Fördermöglichkeiten. Und deshalb muss er auch bei diesen Themen mit dabei sein und es einspeisen. Außerdem hat Grüttner, aber war er federführend, das sage ich ausdrücklich hier, in den letzten 5 Jahren ein Konzept entwickelt, das hier auch vorgetragen worden ist, wo natürlich die Verbundsysteme im Mittelpunkt stehen. Und das wissen wir doch selber auch, dass über die Verbundsysteme es möglich ist, Krankenhäuser zu erhalten, sei es Verbundsysteme privater Art, sei es Verbundsysteme freier Träger oder auch kommunaler Träger. Ich glaube, das ist entscheidend, dass wir das weiterhin fördern, und das ist auch der richtige Weg. Aber ich sage auch hier, werden wir dazu kommen müssen, manche Krankenhäuser zu schließen. Und das muss man auch der Bevölkerung dann mal sagen, warum, wieso, weswegen. Da hilft es nichts, ins schwarze Peterspiel zu fügen und zum Land zu schauen, zum Bund zu schauen, sondern wir müssen uns die Fakten, Daten, Zahlen ansehen, und dann wird es bewertet. Da hilft es überhaupt nichts, drum herum zu reden, sondern das muss dann klar und deutlich gemacht werden. Das schafft im Grunde genommen auch insgesamt Vertrauen. Ich glaube, die Stichpunkte Qualität, Patientenorientierung sind hier gefallen. Sektorenübergreifend. Ja, was ist sektorenübergreifend? Es wurde ja vom Vorredner hier aufgelistet, ambulant, stationär und die Pflegekomponenten zusammenzufügen und in die Diskussion zu stellen. Ich glaube, das Ziel ist insgesamt dieses Gesetzes, wir müssen aus der Sicht des Patienten überlegen, welche Versorgung jeweils die bestmögliche ist für den Patienten. Das ist die entscheidende Vorgabe, die wir formuliert haben. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Frau Schott, Sie haben angesprochen diese Passage. Ich habe mir die noch einmal angesehen zu § 17f. Bitte noch einmal auf den § 1 zu achten, wo die Ziele vorgegeben sind und wo im Grunde genommen hier auch ganz klar noch einmal formuliert ist, dass die regionale Verbundenheit und die regionale Verordnung im Mittelpunkt steht. Das kann man ja in der Anhörung noch einmal insgesamt vertiefen. Ich komme zum Schluss und möchte noch einen Punkt erwähnen. Wir haben natürlich im Hause, und zwar als einziges Land im Ministerium, im Hessischen Ministerium, ein Referat für Qualität und Patientensicherheit eingerichtet. Sie sehen also, dass wir dort einen Schwerpunkt setzen in der Vernetzung im Lande Hessen, aber auch mit den anderen Ländern insgesamt. Da können wir zusammenarbeiten, wir können die Krankenhausplanung aktivieren, und ich denke, das ist der richtige Weg. Ich glaube, die weitere Förderung von Klinikverbünden, die Weiterentwicklung der Gesundheitszentren zur sektorenübergreifenden Versorgungssystem und natürlich die Patientengerechtigkeit bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit, ich will das ausdeutlich betonen, stehen im Mittelpunkt dieses Gesetzes. Und ich denke, das ist gut gelungen, und freue mich auf die Diskussion bei der Anhörung. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Dr. Dippel. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den SIA.